50 Teilnehmer beim Gysi-Preis in allen Ausbildungsjahren, zweites, drittes und viertes Ausbildungsjahr. Seit 1979 wird dieser Gysi-Preis ausgeschrieben und die Auszubildenden bewerben sich mit ihren Arbeiten, die dann durch eine Jury dann bewertet wird. Und die schönsten werden ausgestellt, erster, zweiter und dritter Preis. Ich habe auch mal einen Auszubildenden gehabt, der daran teilgenommen hat. Super Arbeit rausgekommen. Man muss sie natürlich auch als Ausbilder mit dem identifizieren. Und ich finde das klasse, dass dann die Auszubildenden untereinander arbeiten und natürlich die ersten, zweiten und dritten Preise arbeiten vom Feinsten. Die ganze digitale Technik sehe ich als Chance für die Labore. Wir haben seit 2 Jahren die überbetriebliche Unterweisung im dritten Ausbildungsjahr im CAD/CAM-Bereich. Und die Auszubildenden müssen natürlich vorher erst einmal das in Wachs modellieren, auch in der Schule, in der Anatomie. Wie schaut eine Krone aus? Wie schaut eine Brücke aus? Wie die Totalprothetik? Und dann erst im CAD/CAM-Bereich, dass ich am Scanner genau erkenne, wo sind die Fehler, was muss ich auch beim Scan verändern. Nach der 3,5-jährigen Ausbildung sollten dann endlich so bezahlt werden für das, was sie leisten. Oft werden sie abgeworben von Betrieben, gerade in Bayern, von BMW, von Siemens und auch von anderen, weil der Zahntechniker ist leidensfähig. Der arbeitet an dieser Arbeit, bis sie erledigt ist, auch im kleinsten Detail. Ein Zahntechniker kann dreidimensional sehen und deswegen werden die so umschmeichelt von anderen Betrieben. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass der Nachwuchs nicht irgendwo anders hin, wo abwandert. Ich bin ganz stolz darauf, was die Auszubildenden in dem zweiten, dritten, vierten Lehrjahr eigentlich geleistet haben. Das zahntechnische Handwerk, unser Nachwuchs, kann ich nur sagen, hervorragend. Das ist eine fantastische Arbeit, schauen Sie mal. Gell? Ja. Ja. Toll. Richtig toll. Zweites Lehrjahr. Das ist unser Nachwuchs.